Ist es nicht überraschend, so sehr für uns alle klar ist, dass wenn wir über das Glück sprechen, wir über einen ganz wesentlichen, zentralen Teil unseres Lebens sprechen? So selten kommt es denn eigentlich vor in unserem täglichen Leben, dass wir darüber reden. Das Wort Glück ist nicht in. Und wenn wir über Glück sprechen, dann sprechen wir meistens nicht über das Glück, über das ich heute reden will, sondern über das Glück, das man hat. Wenn man eben Glück hat, wenn man Schwein hat oder im Gegensatz zu Pech haben. Wir wollen natürlich heute reden über das Glück, das einen glücklich macht, über das Glücklichsein. Worüber wir öfters reden, sind unsere Lebenswünsche, wie Erfolg, Ansehen, Geld, Macht oder Kinder, Partnerschaft, Gesundheit, was auch immer denn unsere Lebenswünsche sind. Darüber reden wir öfters. Darüber tauschen wir uns aus. Da stecken wir viel Energie rein. Ja, und da erleben wir Erfolge, da erleben wir Fortschritte. Da gehen Wünsche in Erfüllung. Ja, und da gibt es viele Rückschläge. Da gehen Dinge, die wir glaubten, dass sie schon geregelt seien, dass sie gut sind, dass sie funktionieren, brechen wieder zusammen, brechen wieder ab. Da erleben wir ein ständiges Auf und Ab von Erfüllung von Wünschen und von dem Zusammenbrechen. Wenn Wünsche in Erfüllung gehen, das kennt ihr alle, spüren wir, empfinden wir eine Phase des Glücks. Ganz egal, was das jetzt ist, ein beruflicher Erfolg, wenn unsere Kinder uns positive Dinge berichten über ihre Entwicklung. Wenn sich unsere Partnerschaft positiv entwickelt, dann empfinden wir Glück. Und diese Glücksempfindung ist es denn auch, die uns immer weiter antreibt, den Wünschen nachzulaufen und ihre Erfüllung anzustreben. Aber wir alle wissen auch, dass dieses Glück, das sich einstellt, wenn solche Wünsche erfüllt wurden, dass das ein sehr flüchtiges Glück ist. Es ist ein Glück, das kommt und wieder geht. Dennoch, wir vermuten, dass die Wünsche uns Glück bringen und investieren einen großen Teil unseres Lebens darin, die Wünsche umzusetzen. Der Buddha nennt dieses ständige Auf und Ab zwischen dem Glück und dem Leid, das Samsara, der leidvolle Daseinskreislauf, weil völlig klar ist, dass solange wir dieses Rad weiter drehen, uns bemühen, Erfolg zu erreichen, Ansehen zu erlangen, Geld oder Macht, oder einfach nur sicherzustellen, dass unsere Kinder, unsere Fortsetzung eben eine glückliche Fortsetzung sind, solange wir diese äußeren Dinge antreiben, solange werden wir ständig hin und her gerissen sein zwischen dem Glück, wenn etwas sich positiv entwickelt, und dem Leid, wenn es sich negativ entwickelt. Aristoteles sagte, Glück ist das einzige Ziel, das wir stets um seiner selbst willen anstreben. Das fasst es schön zusammen. Alle Lebenswünsche, die ich genannt habe, haben eigentlich den Zweck, glücklich zu sein. Aber wenn wir uns fragen, ich meine, was ich bis jetzt gesagt habe, ist, wir erleben ein ständiges Auf und Ab. Aber die Frage ist, was wäre eigentlich, wenn unsere Lebenswünsche dauerhaft erfüllt wären? Wären wir dann glücklich, glücklich? Das ist eine interessante Vermutung. Ich behaupte mal, sie steckt in den meisten von uns drinnen. Das ist es, was uns weiter antreibt. Aber stimmt es? Ganz sicher wissen wir es nicht, aber schauen wir uns doch mal an, unsere Reichen und Schönen, was die alles bekommen haben und wie sie dann leben. Ich bin gerade jetzt wieder an Michael Jackson erinnert worden. Er hat Erfolg gehabt ohne Ende. Er durfte sich King of Pop nennen und die halbe Welt hat es geglaubt. Was konnte er mehr erreichen? Er hat viele, viele andere Wünsche umgesetzt über seine Scheinwelt. Ich will gar nicht länger über ihn reden. Meine Tochter war in London, bei einem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds.
Und wo war die größte Schlange? Alle wollten mit Michael Jackson fotografiert werden. Beim Dalai Lama war übrigens keiner. Dafür habe ich jetzt ein Foto bekommen von meiner Tochter mit dem Dalai Lama. Ja, aber wie ist es Michael Jackson ergangen? Was hat ihm das alles gebracht? Ja. Er ist tief unglücklich gestorben. Wir können auch die Statistik bemühen. Es wird immer wieder untersucht, den Zusammenhang zwischen Vermögen, zwischen Geld, also materiell günstigen Lebensverhältnissen und Glück. Und immer wieder kommt das Erstaunliche raus, dass im Grunde kein Zusammenhang besteht. Ausnahmen muss man machen bei extrem armen Menschen. Ja, wo es um die grundlegenden ums Überleben geht, ja, in solchen Situationen. In allen anderen Situationen ist der Zusammenhang statistisch nicht nachweisbar. Und wir haben auch gerade vor kurzem wieder erfahren müssen, dass die Menschen in Bangladesch übrigens glücklicher sind als wir. Gut, wir wissen nicht warum. Aber wir können ja uns mit dem Thema Glück noch ein bisschen, vielleicht kriegen wir einen neuen Blick drauf auf das Thema Glück. Und da möchte ich mit euch weiter schürfen. Bevor ich jetzt, ja, ich möchte jetzt mal die Kurve kratzen zu dem, was Buddha sagt. Es gibt eine wunderschöne Geschichte. In irgendeinem Rahmen habe ich sie schon mal erzählt, aber das kann man auch zweimal erzählen, diese Geschichte. Ein Bauer kommt zum Buddha und erzählt ihm, dass er so viele Probleme hat mit seinen Kühen und mit seinem Getreideanbau und immer ist wer krank und mit den Nachbarn und weiß der Geier was. Und er schließt die lange Geschichte über seine vielen Probleme mit der Bemerkung, er hätte das Gefühl, es wären immer 23 Probleme. Also er wüsste schon, er löst ja ständig Probleme, den ganzen Tag löst er Probleme, machen wir ja auch. Ne? Löst den ganzen Tag Probleme, aber irgendwie kommen ständig neue dazu und am Schluss hat er das Gefühl, es sind immer 23. Ja, und der Buddha ist ja ein weiser Mann, weiß alles, ist allwissend, das unterstellt man in Indien einem weisen Mann. Ob der Buddha ihm nicht einen Tipp geben könnte, wie er das verbessern könnte, sein Leben. Und der Buddha sagt, guter Mann, bei deinen 23 Problemen, da kann ich dir nicht helfen. Ich habe keine Ahnung von Viehzucht und von Landwirtschaft. Aber ich sage dir eines, du hast noch ein 24. Problem. Dein 24. Problem ist, dass du ein Problem damit hast, dass du 23 Probleme hast. Aber bei diesem Problem kann ich dir helfen. Sind wir nicht auch wie dieser Bauer? Hat er nicht stellvertretend für uns gefragt? Du, wenn ich auch den ganzen Tag ständig Probleme lösen, um zu sehen, dass am nächsten Tag wieder zwei neue auftauchen? So ist es doch, ne? Das ist Samsara. Der Buddha hat von Anfang an, von seiner ersten Lehrrede an, über das Glück gesprochen. Das ist nicht sofort ersichtlich, weil er das Wort Leiden im Mund genommen hat. Aber hören wir uns mal an, was er erzählt hat über das Leiden. In seiner ersten Lehrrede schon nach der Erleuchtung hat er uns berichtet von seiner Erkenntnis über die vier edlen Wahrheiten. Er hat darüber gesprochen, das ist die erste edle Wahrheit, dass dieses Leben, dieses Samsara, was ich eben beschrieben habe, ständig mit Leiden verbunden ist. Geburt, Alter, Krankheit, Sterben, mit Unliebem vereint sein, von Liebem getrennt sein, nicht bekommen, was man begehrt. Ja, viele Gründe gibt es fürs Leiden. In der zweiten edlen Wahrheit nennt er uns die Ursachen des Leidens. Die Ursachen des Leidens sind Gier, Hass, Unwissenheit, Angst, Ärger oder allgemeiner gesprochen Begehren, Festhalten und Ablehnen. Ist das nicht interessant? Er redet von Geburt, Alter, Krankheit und Sterben, aber die Ursachen, warum wir darunter leiden, sind Gier, Hass, Unwissenheit, Angst, Ärger, Begehren, Festhalten und Ablehnen. Und dann sagt er uns, wenn die Ursachen des Leidens verschwinden, dann verschwindet auch das Leiden. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir würden zum Buddha gehen und sagen, Buddha, wir werden alle älter, wir sehen schlechter, Lesebrille, die Haut wird faltig, die Haare gehen aus, die Haare werden grau und so weiter und so fort. Wir leiden darunter, Buddha, kannst du uns helfen?
Was heißen dann die vier edlen Wahrheiten darauf angewendet? Weil das mag schon sein, dass ihr älter werdet, dass ihr schlechter seht, dass ihr Falten bekommt, dass die Haare grau werden und ausfallen. Das mag schon alles sein, aber worunter ihr leidet ist, dass ihr festhaltet an dem Bild, was ihr von euch habt. Ihr habt das nicht, das schöne Foto zur Hochzeit. Jung, voller Leben, ohne Folgen des Zahns der Zeit. Ja, so bleiben wir am Foto immer, jahrzehntelang. Und wollen nur noch draufsatteln, was wir damals nicht hatten. Natürlich noch den Erfolg, natürlich noch den Einfluss, die Macht, Geld hatten wir alles damals nicht. Ne? Einen schönen Körper hatten wir. Ja, also ihr leidet nicht drunter am Alter, sondern ihr leidet drunter, dass ihr festhaltet an dem Bild, was ihr von euch hattet. Ist das nicht interessant? Er geht einfach nicht ein auf die äußeren Bedingungen, von denen wir meinen, dass sie das Leiden in uns verursachen. Er schaut nur auf das an, was in uns drinnen passiert. Er sieht das Festhalten. Er sieht Ärger, er sieht Angst. Ja, darunter leidet ihr, klar. Das ist nicht schön. Darum müsst ihr euch kümmern. Und es fällt uns so schwer, das zu sehen. Es fällt uns so schwer zu erkennen, was für eine unglaubliche Kraft in dieser Erkenntnis liegt. Wir überlesen das so schnell. Wie oft haben wir schon die vier edlen Wahrheiten gehört? Immer wieder überlesen wir es. Und immer wieder übersehen wir es, weil wir so geprägt sind von unserer Gesellschaft, von Jahrhunderten des Denkens, dass die äußeren Ereignisse, wenn sie positiv sind, positives inneres Erleben erzeugen und wenn sie negativ sind, negatives inneres Erleben erzeugen. Das ist eine Prägung, die tief in uns drinnen steckt, aber die auflösbar ist. Und das ist der Punkt vom Buddha. Der Paul Köppler hat den Thai gefragt, ja. Hat den Thai gefragt. Ich zitiere aus dem Interview, das hat er vor einem Jahr geführt zum Thema EAB. Und ich kürze das ein bisschen. Er war im EAB und hat Thai dafür gelobt, dass es toll ist, dass er dieses Projekt begonnen hat. Und ist dann fortgefahren mit den Worten. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, doch sie sind auch besorgt über die aktuelle Entwicklung. Vor 8 Monaten sah es so aus, dass dieses Haus zu einem günstigen Preis gekauft wurde. Nun aber zeigt sich, dass es in diesem Zustand gar nicht verwendet werden darf. Die notwendige Renovierung, der Brandschutz und der Bau einer Halle, das alles zusammen soll ca. 8 Millionen Euro kosten. Wie geht Ihre Gemeinschaft damit um? Denn für uns Laien wäre eine solche finanzielle Situation eine Katastrophe. Die Menschen fragen, wie das geschehen konnte und wie wir damit umgehen sollen, und ich weiß nicht, was ich antworten soll. Okay. Was sagt Thai? Ich denke, die grundlegende Sache ist, dass die Menschen sich zunächst um ihre Angst, um ihre Sorgen kümmern. Ich glaube nicht, dass irgendetwas wichtiger ist als das. Was nun so ein Ausbildungszentrum betrifft, so ist es das Beste, dass wir eine Vision haben, dass wir Glück, Frieden, Liebe haben. Wenn ihr eine Vision habt, wenn ihr genug Glück im täglichen Leben habt, genug Frieden, Mitgefühl, genug Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, dann werdet ihr euch nicht sorgen. Das Einzige, worum man sich sorgen soll, ist, wenn man nicht glücklich ist, dann hat man nicht genug Achtsamkeit, nicht genug Sammlung und Einsicht. Wenn man all das hat, so glaube ich, muss man sich keine Sorgen um irgendetwas machen. Auch der Buddha hat sich keine Sorgen gemacht. Seine einzige Sorge war, sich um die Sangha zu kümmern, darum, dass sie gut praktiziert. Was du den Menschen sagen kannst, ist, don't worry, practice. Macht euch keine Sorgen, übt weiter. Ja, das ist der Punkt. Er geht mit keinem Wort auf die finanziellen Probleme ein. Interessiert ihn gar nicht. Ich sage nicht, dass es ihn nicht interessiert. Das war jetzt überzogen. Aber für dieses Gespräch ist es völlig ohne Bedeutung. Ja, warum? Klar, weil unterstellt war in der Frage der Zusammenhang zwischen finanziellen Problemen und Ängsten und Sorgen. Und den hat Thai aufgerissen. Wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, kümmere dich drum. Aber bitte nicht vordringlich um die Geldprobleme, sondern um die Angst und die Sorgen. Ich bin Thai sehr dankbar für diese sehr klare Antwort. Wir brauchen das immer wieder. Wir müssen das immer wieder hören. Es fällt uns so schwer, das einzusehen.
Nun, bis jetzt waren wir beim Thema Leiden. Das heißt, wir waren so weit, dass wir gesagt haben, okay, Gier, Hass, Angst, Ärger und so weiter, die führen zu Leiden. Klar. Die verderben das Glück. Klar. Dann hat Buddha gesagt, wenn sie verschwinden, verschwindet das Leiden. Jetzt ist die Frage, was entsteht dann? Ich denke, ihr alle kennt es. Ganz andere Augenblicke von Glück. Augenblicke, die überhaupt nichts zu tun haben mit Wunscherfüllung. Zumindest wenn man tiefer schaut. Irgendein Augenblick, vielleicht eine Rast bei einer Wanderung an einem schönen See. Und ihr saßt da einfach glücklich. Oder in einer Runde von Freunden. Ihr habt in dem Augenblick gar nichts gesessen. Ihr habt einfach nur gesessen und wart glücklich. Vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Es gibt viele Möglichkeiten. Was war in diesen Augenblicken los? Sicherlich waren die äußerlichen Bedingungen nicht völlig unerheblich, denn sie haben es uns ja erlaubt. Ja, oder erst nochmal, warum waren wir glücklich? Ja, weil wir in diesem Moment alle Ängste, alle Sorgen losgelassen haben. Sie waren einfach nicht da. Es war keine Angst da, es war kein Ärger da, keine Wut, nichts. Einfach nur da sein. Und wir waren glücklich. Und diese Form von Glück wird als das höchste Glück bezeichnet. Nicht, weil sie das größte oder intensivste ist, sondern weil sie Glück ist, das eigentlich keine Bedingung hat. Das Glück, das von innen heraus scheint, wenn es nicht verdeckt ist von Leiden. Ja, und dieses Glück entsteht, wenn alles Leiden verschwindet. Ja? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir tun? Wie können wir unser Leiden überwinden? In der ersten Lehrrede, in den vier edlen Wahrheiten, hat der Buddha uns geantwortet mit der vierten edlen Wahrheit, mit dem Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt, und das ist der edle achtfache Pfad, der da besteht aus rechten Ansichten, rechtem Denken, rechtem Handeln, rechter Rede, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Sammlung und rechte Achtsamkeit. Das ist ein Thema, was allein auch wieder einen ganzen Vortrag füllt. Und ich möchte deswegen jetzt ein Gedankengebilde, was Thay auch immer wieder gerne bringt, mit euch teilen, das sehr konkret ist und sehr vielen von uns große Unterstützung gebracht hat. Und das ist dieses, wie Thay eben uns lehrt, mit Ärger, Wut und Angst umzugehen, aus dem Gedankengebäude des Vijnanavada oder Chittamatra, die Geschichte mit den Samen, ihr kennt es. Im 4. Jahrhundert nach Christus wurde in Indien eine neue Schule des Buddhismus gegründet von Asanga und Vasubandhu, die ein sehr schönes, anschauliches Modell unseres Geistes entwickelt hat. Und das Modell oder das Bild, das wir sehen, ist das eines Gartens. Und in dem Garten gibt es einen unterirdischen Teil und einen überirdischen Teil. Klar. Uns zugänglich ist natürlich der überirdische Teil, aber wir alle wissen, unter der Erde spielt sich auch einiges ab, was wir aber nicht sehen. Und der unterirdische Teil repräsentiert das Speicherbewusstsein, so heißt es in dieser Lehre und der gängigen Übersetzung. Es ist im Wesentlichen unser Unbewusstes. Und der überirdische Teil repräsentiert unser Geistbewusstsein. Das ist also mehr oder minder eben, was wir normalerweise eigentlich nur Bewusstsein nennen. Und in diesem Modell ist es so, wie im Garten auch, dass in der Erde jede Menge Samen liegen. Und zwar viele Samen und viele verschiedene Samen. Und jeder Samen hat die Fähigkeit zu keimen und eine Pflanze zu bringen, aber natürlich jeder Samen nur nach seiner Art eine Pflanze. So gibt es den Samen des Ärgers, Samen der Wut, Samen der Angst und so weiter. Sicherlich auch unsere Ansichten können wir als Samen sehen, und wenn die Ansichten hochkommen, das Bewusstsein, dann ist das ein Gedanke. Und in diesem Modell ist also die Vorstellung die, dass die Samen in der Erde ruhen, und wenn die Bedingungen passen, oder wir könnten sagen, wenn eben die Situation entsprechend ist,
Dann treiben die Samen aus, dann keimen sie und bilden eine entsprechende Pflanze. Je nachdem, wenn die Bedingung geeignet ist. Also, einfaches Beispiel. Ich will in einen Raum gehen, einer geht kurz vor mir, öffnet die Tür und schmeißt mir vor der Nase die Türe zu. Dann ist es eine gute Möglichkeit, sich zu ärgern. Kann man sich ärgern. Das heißt, der Same des Ärgers wird zu einer Ärgerpflanze in dem Moment, wo mir vor der Nase die Türe zugeknallt wird. Und das Bild geht so weiter, dass die Pflanze dann natürlich, wenn sie eben gewachsen ist, wenn sie entstanden ist, also wenn der Ärger da ist, dann sagen wir, dass die Pflanze entstanden ist, dass sie lebt, dass die Pflanze dann auch selber wieder Samen produziert, von ihrer Art natürlich, und dieser Same wieder auf die Erde fällt. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich eben Ärger erlebe, entsteht eine Ärgerpflanze, produziert Samen des Ärgers und dieser Samen des Ärgers verteilt sich wieder auf der Erde und erhöht natürlich damit die Wahrscheinlichkeit, dass wieder Ärger hochkommt. Ja, wir haben also da eine sich selbst verstärkende Schleife. Für jeden dieser Samen, das heißt, und für jede zugehörige Emotion, für jede zugehörigen Gedanken auch. So verfestigen sich auch Vorstellungen, indem man sie immer und immer wieder wiederholt. Ja, soweit das Modell. Und was können wir jetzt machen? Jetzt kommen wir zum Praktischen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, okay, Ärger ist nicht erfreulich. Ich will weniger Ärger haben, weniger unter Ärger leiden. Was kann ich tun? Und die Erfinder dieses Modells haben auch jetzt eine Lösung dafür anzubieten. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich wenn die Pflanze des Ärgers entstanden ist, muss man verhindern, dass sie Samen produziert, der wieder auf die Erde fällt. Und wir können uns vorstellen in dem Modell, dass damit sozusagen die Ärgerwahrscheinlichkeit in uns ein bisschen verringert wird, weil ein Ärgersame ist hochgekommen, hat keinen neuen produziert, ist damit weg. Einer weniger, ne? Ja, so ändert sich dann die Qualität der Erde. Ja, und viele von euch wissen auch schon, wie das geht. Wie kann man verhindern, dass die Pflanze Samen verteilt? Zentral ist einmal, dass man überhaupt die Situation erkennt. Dass man erkennt, dass ein Ärgersame gekeimt hat, dass eine Ärgerpflanze entstanden ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist ein praktischer Hinweis von Thay, den er nie auslässt. Natürlich sollen wir vermeiden, in diesem Zustand, in diesem Augenblick sofort zu handeln. Denn in dem Augenblick, wo wir Ärger sind, werden wir keine sehr kluge, keine sehr liebevolle Reaktion finden. Punkt 2 ist also nicht handeln. Punkt 3 ist, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, diesen Ärger abzulehnen oder uns gar über diesen Ärger nochmal zu ärgern. Das funktioniert nicht. Also das ist mal klar, sich über den Ärger wieder darum zu ärgern, ist nur eine Schleife mehr, macht alles nochmal schlimmer. Den Ärger zu verdrängen, oder ich würde lieber sagen ignorieren, denn wir können ihn nicht verdrängen, er verschwindet nicht, sondern was wir machen können und manchmal versuchen, ist ihn zu ignorieren, sozusagen Scheuklappen aufzusetzen und so zu tun, als ob er nicht da wäre, aber er ist da. Ja, er ist da und er beeinflusst unser Denken und Handeln. Da ist es jetzt wichtig, diesen Ärger anzunehmen. Einfach zu erkennen, okay, es ist Ärger da, es ist eine natürliche Reaktion, es ist ein Same, der zu einer Pflanze geworden ist. Und ich tue mich jetzt um ihn kümmern. So ähnlich wie eine Krankheit, ne? So wie wenn wir Schnupfen kriegen. Jetzt ist er halt da, ne? Ignorieren nutzt nichts, drüber ärgern nutzt nichts, jetzt kümmern wir uns halt drum, was auch immer wir brauchen. Ja, von warm halten, von warmer Luft, kalter Luft, feuchter Luft, was auch immer, warme Getränke, kalte Getränke, jeder hat schon so irgendeine Methode, wie er damit gut rüberkommt. Das heißt, wir kümmern uns achtsam um den Ärger und wenn wir jetzt konkret auf den Ärger oder die anderen negativen Emotionen zurückkommen, der zentrale Punkt ist eben, sie beobachten und bei uns zu bleiben. Nicht wegtragen lassen vom Ärger, sondern bei uns zu bleiben, beim Atem zu bleiben. Der Atem ist der Anker, der uns hilft. Also praktisch meditieren, einatmen, ausatmen, beobachten und den Ärger einfach sein lassen.
Der Ärger ist da, der Atem ist da. Und irgendwann, wenn wir feststellen, ist der Ärger weg. Der Atem ist da, toll. Ja? Ist klar, der Ärger geht natürlich auch wieder weg. Und wenn wir ihn nur achtsam beobachten, ohne gegen ihn zu sein, ohne ihn zu ignorieren, sondern einfach achtsam beobachten, dann kriegt der Ärger keine neue Nahrung. Dann ist er sozusagen in einer Schutzhülle ummantelt, kann nichts anstellen, kann nichts kaputt machen und auch keinen Samen produzieren, der wieder auf die Erde fällt. Und Schritt 5 wäre sozusagen dann die Nachbearbeitung. Wenn wir uns geärgert haben, können wir tief schauen in den Ärger. Warum? Was sind die Ursachen des Ärgers? Welche Ansichten hege ich? Was erwarte ich von meiner Umwelt? Ja? Was sind die Gründe? Aber der entscheidende Punkt ist, und der wichtige und originelle an diesem Weg, ist der, dass die negative Emotion, wenn sie achtsam beobachtet wird, solange sie da ist, dass damit der Same daran gehindert wird, dass die Pflanze daran gehindert wird, wieder Samen ihrer Art auszustreuen. Dafür kann ich euch jetzt keinen Beweis anbieten, sondern nur vorschlagen, ausprobieren. Ausprobieren und üben. Generationen haben gefunden, dass es funktioniert. Ich selber habe es gelernt und ist für mich die wichtigste einzelne Erkenntnis in der Phase in der Schule von Thai. Das muss ich ganz klar sagen. Es hat mir jahrelang gefehlt, diese Erkenntnis. Ja? Bei anderen buddhistischen Schulen. Ja, und das Wunderbare ist, durch diesen Weg können wir ganz selektiv dort, wo wir meinen, dass wir drunter leiden, können wir Ursachen unseres eigenen Leidens beseitigen. Gut, beseitigen ist jetzt ein zu großes Wort, aber wir können sie reduzieren, zurückdrängen, eindämmen. Sie werden kleiner und können uns dadurch entwickeln. Und wir brauchen jetzt gar nicht lange diskutieren, welche Emotionen in Anführungszeichen negativ sind und welche positiv sind. Weil es ist ja jedem völlig freigestellt zu sagen, ja, darunter leide ich. Da will ich jetzt drauf achten. Das will ich mit Achtsamkeit beobachten, dass diese Art Emotion schwächer wird. Und jeder sucht sich das draus, was er will. Und wir brauchen keine theoretische Abhandlung drüber, ob es jetzt auch einen Ärger gibt, der positiv ist. Ich habe noch keinen gefunden, aber wenn jetzt einer einen hat, dann soll er ihn halt ausleben, wenn er seinen findet. Ja? Das ist das Schöne daran, dass wir die Verantwortung, dass die voll und ganz bei uns bleibt. Es ist einfach eine Methode, wie wir unser eigenes tiefstes inneres Selbst verwandeln können. Das ist eben Verwandeln, Transformation, wie wir immer sagen. Und wie es auf Englisch so schön heißt, Transformation at the base, ganz tief unten drin, ja, in unserem Wesen. Ganz wichtig ist dabei zu verstehen, es geht also in keinster Weise darum, Gefühle zu unterdrücken oder zu beherrschen. Das ist viel zu wenig. Ja? Sondern wir tun sie durch das achtsame Beobachten, das achtsame Beruhigen, lösen wir eben die positive Rückkopplung aus, dass dieses Gefühl unerwünscht war, dass es nicht hilfreich war und nicht gesund war für uns. Das Erstaunliche ist, die moderne Hirnforschung hat sich dieser Sache auch angenommen, hat diese Rückkopplung auch gefunden und auch das Detail sehr schön herausgearbeitet, dass es nur dann funktioniert, wenn wir selber der Meinung sind, dass die Emotion für uns schädlich ist. Also wenn wir selber handeln, aus dem Verständnis heraus, diese Emotion ist unheilsam. Wenn wir das nur tun, weil wir irgendwelche Regeln haben, nach denen wir jetzt leben wollen, also rein intellektuell sagen, du sollst und sagen, ja, okay, ich will halt jetzt dieser Norm entsprechen und deswegen will ich dieses Gefühl nicht mehr haben, das funktioniert nicht. Das ist hochinteressant. Natürlich werden sich jetzt manche fragen, wie kann man das verstehen? Ich persönlich, also es gibt jetzt keine weitere Erklärung, warum das so ist, ja, warum jetzt der Mensch so funktioniert. Entscheidend ist ja auch nur, dass er so funktioniert, aber trotzdem fragen sich immer wieder manche, warum. Ich gehöre auch zu denen, die dann immer gerne nochmal wissen wollen, ja, warum? Weil sie dann sicherer sind, dass es stimmt. Ich denke, dass das der ganz grundlegende, tief, ganz tief in uns verankerte Mechanismus ist, wie wir als Menschen lernen.
Wie wir als Menschen lernen. Wir haben tief in uns einen Mechanismus, wie wir uns an die Umwelt, an die Situation, in der wir leben, an die anderen Formen des Lebens und an die ganzen Ereignisse, die passieren, anpassen können. Diese Anpassung, dieser Lernmechanismus, der uns diese Anpassung ermöglicht, der ist ganz tief in uns drinnen. Und in dieser Lernschleife kriegt eben dieser Lernmechanismus mit. Er versucht also, das Tiefste, unser Unbewusstes will uns ja durchs Leben leiten und gut durchs Leben leiten. Und es ist ja wahr, wir können ja unbewusst ein ganzes Leben leben. Und viele tun das ja auch, das ganze Leben unbewusst leben. Natürlich können wir das. Es geht. Es ist fürs Überleben ausreichend. Das hat uns die Natur mitgegeben über Jahrmillionen. Das ist unsere Säugetiernatur. Im Grunde ist das dasselbe Mechanismus bei den Hunden, bei den Katzen, bei den Kühen und bei den Pferden. Darum verstehen wir sie auch so gut. Das ist unser Mechanismus. Natürlich können wir so leben. Und was rauskommt, ist eben das normale Leben. Eben Samsara zwischen Leid und Glück ständig hin und her gerissen wie eine Fahne im Wind. Mal geht der Wind von Westen, dann geht sie dahin, mal von Osten, dann geht sie dahin. Natürlich können wir so leben. Aber der Buddha hat herausgefunden, wir können besser leben. Wir müssen nicht ständig diese heftigen negativen Emotionen haben. Es ist nicht nötig. Wir müssen nicht ständig uns vom Leid antreiben lassen. Wir können sehr wohl gefährliche Situationen sehen und uns in aller Ruhe überlegen, wie wir darauf reagieren und angstfrei das denn tun, was wir tun. Manchmal werden wir uns entscheiden, ein Risiko einzugehen und dann werden wir angstfrei handeln. Manchmal werden wir uns entscheiden, das Risiko ist zu groß, wir tun es eben nicht. Das geht alles ohne Angst. Natürlich können wir sehen, dass Dinge nicht gut für uns sind, aber deswegen müssen wir uns nicht ärgern. Das ist nicht nötig. Wir können uns ärgern, aber wir müssen es nicht. Es kostet uns alles nur Kraft. Es kostet uns Kraft und Energie. Es gibt eine beeindruckende Geschichte von einem tibetischen Mönch, der 12 Jahre lang in einem chinesischen Arbeitslager war. Und er war wohl der Einzige, der dies überlebt hat. Und man hat ihn nachher gefragt, wie hast du das gemacht? Wie ist das gegangen? Wie war das? Ja, und letztlich sagt er, ich habe keinen Augenblick während der ganzen Lagerhaft meine Peiniger gehasst. Nie. Ich hatte nie ein Gefühl des Hasses. Das ist nicht nur eine Erleichterung, sondern das war wohl das entscheidende Quäntchen Kraft, was er mehr hatte. Dass er seine Kraft nicht vergeudet hat in Hass. Hass, der sich ja gegen ihn nach innen wehrt. Er hat ihn gar nicht gehabt, er hat es geschafft. Das war natürlich eine Folge einer sehr tiefgreifenden buddhistischen Bildung, aber darüber sprechen wir ja gerade. Ne? Da war er schon sehr weit und er hat seine Zeit genutzt und er hat es geschafft, diese Zeit zum Lernen, zur Weiterentwicklung zu nutzen. Und das Nicht-Hassen war wahrscheinlich das entscheidende Quäntchen Kraft, was er mehr hatte als andere, die vielleicht von den sonstigen Bedingungen her besser waren. In diesem Modell von den Samen, was ich gerade gesagt habe, haben wir jetzt besprochen, wie man also unerwünschte Gefühle oder Gewohnheiten abtrainieren kann. Ja, da wollte ich noch sagen, genau, das funktioniert also für Gefühle wie Ärger, es funktioniert für Angst, Wut. Es funktioniert aber auch für Gedanken, wenn wir immer wieder uns einbilden. Und es funktioniert auch zum Beispiel für Sucht funktioniert es auch. Ne? Über irgendetwas, wo wir eine Gewohnheit haben, die sehr stark in uns ist. Zum Beispiel Abgewöhnen von Rauchen. Ja, es ist das Gleiche. Es entsteht halt immer wieder der Wunsch nach Rauchen. Und das ist wie Ärger. Das ist wie der Same, ja, der Abhängigkeit von Rauchen oder von Nikotin, erzeugt eine Wunschvorstellung. Jetzt bräuchte ich, jetzt wäre es gut, ja? Jetzt schnell. So. Und dann ist es das Gleiche wie beim Ärger. Dann ist der entscheidende Augenblick, so achtsam zu sein, das mitzubekommen. Dann natürlich alles zu tun, dass man dem nicht nachgibt.
die Situation verlassen, wie beim Ärger auch, ne? Möglichst die Situation verlassen, anderen Raum gehen, andere Luft, ja, andere Situation. Und dieses Gefühl, dieser Drang zu rauchen, zu beobachten und zu atmen. Einatmen, ausatmen. Und der Wunsch ist da zum Rauchen, aber nicht tun. Einatmen, ausatmen. Tja, irgendwann verschwindet der Wunsch wieder. Und wir haben eine Schleife geschafft. Es braucht viele Schleifen, aber wenn man einmal genügend, mit jeder Schleife, die man so schafft, wird die Abhängigkeit geringer, wird der Wunsch schwächer, wird es leichter, es zu schaffen. Ja, und so kann man es überwinden. Das ist das Thema negative Gewohnheiten, negative Emotionen. Es gibt noch eine zweite Art in diesem Modell von Asanga und Vasubandhu mit den Samen, noch einen zweiten Gedanken, wie wir Transformation erleben können, wie wir uns verwandeln können, uns weiterentwickeln können. Und das andere ist natürlich, wir können bewusst erwünschte Gefühle auslösen. Ja, wir können uns Situationen suchen, die Mitgefühl auslösen. Und dieses Mitgefühl wird entstehen. Es wird Samen sehen, die sich verteilen. Drum haben wir ja in unseren 14 Achtsamkeitsübungen, die wir heute wieder gehört haben, haben wir das. Wir wollen die Augen nicht vor dem Leiden verschließen. Das ist genau der Punkt. Wir wollen tief in das Leiden schauen, um die Ursachen zu erkennen. Und dabei auch unser Mitgefühl entwickeln. Jedes Mal das Mitgefühl hochkommt, erzeugt es Samen und verstärkt unsere Fähigkeit, Mitgefühl zu erleben. Genauso können wir die Freude entwickeln, Lebensfreude entwickeln. Und wir können natürlich auch neue heilsame Gewohnheiten einfach beginnen, indem wir es einfach mal tun. Einfach mal machen. Ich gehöre zu den Menschen, die eher schwerer aufstehen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass das so lange braucht, bis du in die Gänge kommst. Ja? Es kann doch nicht sein, dass du jeden Morgen eigentlich missmutig aufwachst. Das ist doch nicht gut. Muss das sein? Und Thay hat ja für, man könnte fast sagen, für fast jedes Problem des Lebens hat Thay ein Gatha. Ich wache auf und lächle. 24 neue Stunden liegen vor mir. Ich will jede davon in voller Achtsamkeit erleben und alle Menschen mit Liebe und Mitgefühl betrachten. Ist das nicht ein tolles Gatha? Das, wenn der Wecker schreit, wenn der Wecker läutet, als erstes dieses Gatha. Ja, das ist gut. Schon das erste Mal war das Aufstehen anders. Ich meine nicht viel anders, ja, aber es war schon anders, schon das allererste Mal. Und damit es funktioniert hat, habe ich mir es natürlich vorher mehrfach unterm Tag auswendig rezitiert, ja, mehrfach. Weil ich wusste, morgens, wenn der Wecker läutet, das wird sehr schwierig. Ja? Aber mit entsprechender Vorbereitung, ja, so. Das zweite Mal war es schon leichter. Und es wirkt immer stärker. Es verändert etwas. Es verändert etwas. Es ist ein schöner Start, die ersten Schritte schon achtsam zu machen und nicht mühsam ins Badezimmer zu wanken. Unter der Vorstellung, jetzt kann ja auch noch nichts gehen, ja? Ja. Ja, die Möglichkeit haben wir also auch. Wir können neue heilsame Gewohnheiten beginnen. Wir können uns bewusst einschwingen auf etwas, von dem wir überzeugt sind, dass es uns gut tut. Auch das ist eine Transformation. Denn wir werden dadurch uns verändern. Wir werden anders. Wir werden eben anders. Ja, und zu guter Letzt möchte ich nur noch einmal sagen, noch einen Gedanken dazu bringen, speziell jetzt zum Thema Ärger, aber wenn wir sagen, das ist ärgerlich, dann leben wir voll in der Welt, die ich anfangs geschildert habe, wo wir einfach davon ausgehen, dass gewisse äußere Umstände, gewisse Handlungen der anderen Menschen mehr oder minder notwendigerweise in mir Ärger erzeugen. Und damit leben wir in der Welt, in der wir die Verantwortung für den Ärger dem anderen zuweisen.
und sagen, du hast das gemacht, okay, das stimmt ja, das ist ärgerlich. Deswegen ist bei mir Ärger. Das tun wir ganz implizit. Ja? Wir sagen es nicht deutlich, aber es ist so. Wir denken es so. Wenn wir aber die buddhistische Geistesschulung betreiben und mit unserem Ärger so umgehen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ändert sich das völlig. Wir nehmen auf einmal Verantwortung für unseren Ärger. Wir sehen die Situation, die man ärgerlich nennt, aber wir wissen, es ist nur eine Situation, die bei vielen Menschen Ärger auslöst. Vielleicht auch bei mir. Aber wenn er bei mir entsteht, dann kümmere ich mich darum. Ich verändere mich. Übernehme die Verantwortung für meinen Ärger. Der andere hat die Verantwortung für die Situation, die er geschaffen hat. Aber für den Ärger bin ich selber verantwortlich. Das ist ein großer Schritt. Ja, und zu guter Letzt, das entscheidende Werkzeug für all das, was ich jetzt gesagt habe, für die Verwandlung an der Basis, für die Verwandlung der negativen Samen, für das Schaffen von positiven Samen, für all diese Dinge ist die Achtsamkeit. Deswegen wird sie von Thay immer und immer wieder betont. Sie ist das zentrale Hilfsmittel. Ihr könntet jetzt sagen, ja, was ist schwierig daran, das ist ja ganz leicht so, seinen Ärger loszuwerden, ja? Oder seine Nikotinabhängigkeit loszuwerden. Was ist das Schwierige daran? Das wirklich Schwierige ist eigentlich, wenn man die Theorie mal kennt, nur das, den Ärger wirklich gleich zu erwischen, wenn er kommt. Das ist das Schwierige. Wenn man das geschafft hat und sagt, oh, jetzt ist er da. Ja, ich kenne jetzt das Programm, ne? Jetzt kenne ich mich aus. Ärger ist da. Ich habe ja gelernt, wie man damit umgeht. Dann ist es nicht mehr schwierig. Aber ihn mitkriegen und nicht einfach unbewusst dem Antrieb nachgeben. Das ist es ja auch, ne? Das ist ja auch, was den Leuten passiert, die rauchen, sich das Rauchen abgewöhnen wollen. Die Zigarette so schnell im Mund, das kriegen sie überhaupt nicht mit. Die brennt, ja? Die brennt, bevor sie es mitgekriegt haben. Das ist das Problem. Das heißt, die Achtsamkeit ist das entscheidende Werkzeug. Ja, gut. Und die schulen wir ständig und auch heute den ganzen Tag, dass die Achtsamkeit in uns stark und stärker wird und dass wir dann auch die Transformation umsetzen können. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute dabei.